Staat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Der erste Tag, wie über die Grenze ging, ich war ja bei der Artillerie und wir waren dann immer so ja, 3 bis 5 Kilometer hinter der Infanterie. Je nachdem, wie das Gelände da war. Und das erste Tag, wo wir kamen, da lagen da 3 Tote. Und die sahen so schrecklich aus. Der eine war der Bauch, da kam die Dame raus. Der eine war der Kopf, raus, da kam das Hirn raus. Und der andere, der war nur so. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Sobald ich ein Stück Brot abbeißen wollte, habe ich die gesehen. Und da haben die ihre Kronen kalt oder pickelt. Ich war das erste Mal nach 2 Jahren aus dem Lazarett entlassen wurde, habe ich Genesungsurlaub gekriegt. Da war ich 1 Jahr in Russland, und dann im ganzen gut halbes Jahr im Lazarett. Ich wollte nicht als Soldat und da hatte ich vielleicht einen Zirkus, dass ich Genehmigung gekriegt habe, in Zivil zu heiraten. Und da bin ich, ich hatte ziemlich schäbische Uniform. Und da musste ich in die Stadt, da war ich auch Militär, bei der Kommandanta. Ja, der hat eine schöne Uniform. Ja, ich sag, soll ich die ganze Wehrmacht blamieren? Mit der Uniform soll ich heiraten? Die ging noch, die ich hatte, aber ich hatte noch so eine ganz schäbige zu Hause. Die habe ich dann angezogen. Das ist die Gerte, das ist die älteste Schwester. Das ist die Lisbeth. Das ist die Gerte, die Mutter. Und hier ist noch die Mama, glaube ich. Und das ist die Mutter. Aber der Schwiegervater hat das erste Auto da. Oh. Erste Auto und der erste Bulltraktor. Angst hat jeder, aber nicht so ganz frei. Ich habe das nicht so gezeigt. 3, 4 Tage bevor wir vom Schiff drüber. Da hatten wir bei uns in der Freistellung einen, der da gekocht hat, war unser Koch. Und der hat ja immer erzählt, der Krieg ist bald zu Ende. Naja, ein Glück bekommen hier bei der Familiengefangenschaft, da wird es nicht so schlimm sein. Und so mit einmal kriegt der dann auch einen Splitter an der Brust. Und ich habe ihn in den Armen gehalten und konnte nichts machen. Das war wie eine Quelle. Ich habe mich wohl aufgemacht. Immer so, das Herz ging. Immer weniger und einmal hat es aufgehört. Hat sich noch unterhalten mit mir. Und dann wird er immer weniger. Einmal so.
ich so ein Kamerad war, war bei allem in das Loch reingefallen. Da kam die Dame raus. Und der Kerl hat geschreit. Also über eine halbe Stunde bei vollem Bewusstsein. Und dann geschreit, Münchens gibt es. Da habe ich die Nacht auch nicht geschlafen. Ich hatte ja 2 Jahre, wusste ich überhaupt nichts von zu Hause. Nichts von der Gärte, sondern von zu Hause 2 Jahre gar nichts gewusst. Erst wie ich in England war, da wurde ich 45 schon entlassen. Da haben sie, und ich hatte Glück, ich war beim dritten Transport. Eingekriegt, nicht so alle 2 Tage ging kein Transport. Ich war beim dritten und die ersten 2 Transporte, wie die da ankamen bei Berlin, hat der Russe gleich weitergeleitet nach Russland. Und da haben die uns nicht mehr geschickt. Die haben uns aber nicht gesagt, warum. Da haben wir gesagt, das war so ungefähr so 8 bis 10 Tage vor Weihnachten. Naja, Weihnachten sind wir zu Hause. Und einmal nehmen sie uns die Entlassungspapiere an. Da haben manche nichts mehr gegessen, geholfen, Kerle von 40 Jahren wie die kleinen Kinder. Die waren ganz durcheinander. Im Osten kommt die Rote Armee auf Deutschland zu. Mit ihrem Einmarsch in Ostpreußen steht die Stunde der Vergeltung. Der Hass, den Hitler säte, fällt nun auf das eigene Volk zurück. Flucht auf vereisten Straßen. Flucht über das gefrorene Haff. Flucht zu den rettenden Häfen am Meer. Aus Ost- und Westpreußen, aus Danzig und Ostpommern schaffen hunderte von Schiffen die Flüchtenden nach Schleswig-Holstein und Dänemark. Meine Oma weiß keiner, wo die geblieben ist. Und meine Mutter ja auch nicht. Sie ist auch nicht herausgekommen. Und die ist nur deswegen, ich habe ja jetzt in Hagen, das ist ja so ein Treppen von Ostpreußen da. Wie lange ist das her, glaube ich? Da habe ich eine getroffen, die mit mir die Schule angefangen hat. Und die hat zu mir gesagt, auf der Flucht waren sie noch alle so ziemlich zusammen. Da hat meine Mutter immer ihrem Vater Vorwürfe gemacht, sie hätten nicht wegfahren sollen, außer zu Hause bleiben. Das gibt doch nichts. Aber die sind rausgekommen. Die sind nur mit dem Schiff rausgekommen. Siehst du, hier die Bilder. Die hatten Schiffskarte auf der Gustav. Der Schwiegervater war so ein Geist und das Schiff ging nicht ab und ging nicht, da haben sie gewartet. Und dann hat er nachher so, mit so einem Kohlendampfer sind die nach. Das sind ja, glaube ich, wie viel? 4000 drum sind da untergegangen mit der Küste. Vom U-Boot torpediert. Und ich hatte die letzte Anschrift von der Gertrud, hatte ich. Das war bei Berlin-Stendal oder wie man da hieß. Nach Schätzungen alliierter und deutscher Sachverständiger suchen einander in Deutschland 10 Millionen Menschen. Da war der Schwiegerverwalter, der hat dann Bochum. So ein Eisenhändler da kennengelernt irgendwie von der Sausen auf dem Schafeld. Das ist so ein Landwirtschaftsbetrieb und da war er da als Verwalter.